Pokémon-Trainer stellen die Frage, wo kaufe ich am besten meine Karten? Die logische und erste Antwort wäre theoretisch schon in einem Comicladen oder Spieleladen in eurer Nähe. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht jeder einen Comicladen in seiner Nähe hat, also müssen Alternativen her. Zum einen wäre da die Möglichkeit, online welche zu kaufen, sprich Booster Packs oder einzelne Karten. Booster Packs, da ist das Problem, sie könnten abgewogen sein. Bedeutet, ihr kriegt Packs, die zwar geschlossen sind, die jedoch keine besonderen Karten enthalten. Dieses Problem gibt's. Anders wäre es, wenn ihr komplette Booster-Displays oder Boxen sealed, also noch in der Folie kauft. Da könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass diese im Originalzustand sind und ihr auch die Karten bekommt, für die ihr letztendlich zahlt. Allerdings bedeutet das, dass ihr 18 bzw. 36 Boosters auf einmal kaufen müsst, was eine ganze Menge sein kann und was auch euren finanziellen Spielraum in die Höhe schießen lässt bzw. überfordert. Also müsste man sich in der lokalen Umgebung umschauen, was es für Alternativen gibt. Und das habe ich getan. Ich habe ein paar Orte besucht und geschaut, wo diese Alternativen eventuell anzutreffen sind. Gerüchte besagen, dass es im Saturn Pokémon-Karten gibt. Na, finden wir es heraus. Also wir hatten kein Glück im Saturn, keine Karten gefunden. Soll nicht heißen, dass es generell keine gibt im Saturn, aber hier und jetzt war dies nicht der Fall. Nächster Stopp, Kaufland. So, jetzt bin ich im Kaufland und dann schauen wir mal, ob ich jetzt hier mehr Glück haben werde als vorhin im Saturn. So, das war eine erneute Nullnummer. Kann man nicht anders ausdrücken. Es gab gar nichts, also wirklich gar nichts, bis auf die ein, zwei Spielfiguren, die ich euch gezeigt habe. Als letzter Stopp bleibt uns dann für heute nur noch der Müller. Da handelt es sich eigentlich um eine Drogeriekette, aber sie haben auch immer eine Spielwarenabteilung und die schauen wir uns jetzt genauer an. Schlussendlich hatten wir im Müller Glück und haben noch ein paar Pokémon-Karten gefunden. Sie hatten tatsächlich sogar eine recht große Auswahl, also für so einen kleinen Laden. Sie hatten ein paar Boxen, sie hatten ein paar Decks, sie hatten die neuesten Booster,
außer Sonne und Mond. Die kommen hier in Deutschland, glaube ich, erst noch. Sie hatten so ein Blister sogar, was ich sonst sogar in meinem Game Shop nicht so oft sehe. Also das war schon erstaunlich. Es hat sich aber auch ein generelles Problem gezeigt. Hat man keinen Game Shop oder Nerd Shop in seiner näheren Umgebung, wird es sehr, sehr schwierig, an die Karten zu kommen. Also Kaufland, eigentlich ein riesen Supermarkt, nix. Ich war auch in ein paar Rewe und so, um da zu gucken. Nee. Saturn, nix. Sehr schade eigentlich, weil sie hatten ansonsten doch in die Richtung ein bisschen was zumindest, aber keine Karten. Bleibt Müller, immerhin. Aber auch da ist die Auswahl jetzt nicht die größte. Wenn man dann was Spezielles will, wird es eher schwierig. Da muss man dann schon auch online gehen. Und online kaufen ist blöd. Wie erwähnt, da gibt es dann natürlich die Problematik, dass die Packs abgewogen sein können oder sonst was. Man kann halt sehr leicht verarscht werden. Und deswegen würde ich letztendlich immer unter der Prämisse, dass kein Game Shop in der Nähe ist, würde ich dazu raten, in diesem Falle Müller zu besuchen. Da kann man sich die Booster wenigstens selber noch aussuchen. Und das spricht dann, das ist schon ein Fakt, der dafür spricht, vielleicht 30, 40, 50 Cent pro Booster mehr zu zahlen als online. Einfach weil du dir sicher sein kannst, dass die Karten nicht abgewogen sind, dass die Booster nicht abgewogen sind, dass du die Chance hast, was Gutes zu ziehen. Zudem hat Müller diese Rabattmarken am Ende. Man kauft 10 Euro und kriegt 3% Rabatt. Das ist nicht viel, aber es sind 30 Cent, die beim nächsten Mal wegfallen letztendlich. Das ist schon okay. Da kann man nicht meckern. Das bedeutet, man zahlt auf einmal nicht mehr 10 Euro für, oder 9 Euro für zwei Packs, sondern nur noch 8,70 € oder so in etwa. Ist nicht die Welt, aber läppert sich, vor allem wenn man viel im Müller kauft, sowieso andere Sachen noch. So muss man halt denken. Ja, das ist unser kurzes Schlussfazit. Es sieht nicht gut aus für all jene, die keinen Game Shop in der Nähe haben. Es gibt ein paar Alternativen, aber sie sind nicht die tollsten. Wenn ihr also mal bei einem Game Shop vorbeikommt, in einer größeren Stadt oder so, nutzt es aus und kauft gut ein. Bis dahin.